Ja, die EM war ein Riesenerlebnis für uns alle. Also wir hatten uns ja vorher schon gehört, European Championships wird diesmal etwas größer aufgezogen mit anderen Sportarten zusammen. Aber dass es dann wirklich so ein Riesenevent wird, ja, in der Theorie vielleicht schon darüber nachgedacht, aber wie es dann war, war es einfach nochmal gigantischer als vielleicht so vorgestellt. Und deswegen war das erstmal grundsätzlich schon ein super Ding. Und ja, mit dem Erfolg dann da noch zu gewinnen, das hat der ganzen Sache natürlich nochmal das i-Tüpfelchen aufgesetzt. Wir wollen immer ein Zeichen setzen, dass wir das stärkste Team sind, dass wir der beste Achter zurzeit sind, dass kein Weg an uns vorbeiführt. Und das haben wir auch gezeigt. Wir haben gezeigt, dass wir über die mittleren 1000 ein sehr, sehr schnelles Tempo gehen können, wo die anderen Probleme haben mitzukommen. Und das war sehr wichtig, dass wir das im Rennen gezeigt haben, was wir können und wo wir jetzt international stehen. Völkermarkt im Trainingslager trainieren wir auch noch mal viel die Grundlagen. Das heißt, wir machen viel Krafttraining, rudern viel und fahren auch viel Rad. Das Radtraining machen wir zu Hause gar nicht so viel, deswegen ist es eigentlich eine sehr willkommene Abwechslung hier auch, ja, in den etwas bergigeren Gefilden auch ein bisschen Rad zu fahren und den ein oder anderen Anstieg dann auch mal hochzufahren gemeinsam. Wir waren jetzt, haben natürlich noch mal versucht, hier an der Gemeinsamkeit zu arbeiten, noch mal an der Entschlossenheit, an der Geschlossenheit zu feilen. Und ich denke, das haben wir auch ganz gut geschafft. Also wir sind gut noch mal einen Schritt vorangekommen und jetzt gilt es darum, in den nächsten Wochen noch mal die spezifischen Sachen noch mal ein bisschen mehr zu trainieren, also auch noch mal ein bisschen die hohen Frequenzen zu üben und das quasi in die, das, was wir jetzt in der EXA gut eingeübt haben, dann in die hohen Frequenzen mit reinzunehmen. Ja, das Wandern war eine super Abwechslung, gerade wenn man jetzt hier immer in diesem 2,5-Tage-Trott ist und wo der Ablauf eigentlich immer der gleiche ist, kommt so eine Abwechslung natürlich sehr gelegen. Ist natürlich auch von der Atmosphäre und von der Umgebung her super schön gewesen, da den Berg hochzuwandern, von oben die Aussicht mal zu genießen. War natürlich auch sehr anstrengend, haben jetzt fast 3 Stunden hochgebraucht, haben viele Höhenmeter hingelegt und das war natürlich auch eine sehr harte Trainingseinheit. Bogenschießen habe ich so auch noch nie gemacht, deswegen fand ich es cool, dass wir das mal ausprobiert haben. Aber man hat auch da gemerkt, dass wir eigentlich alle mit dem Rudersport eine ganz gute Wahl getroffen haben. Getroffen wurde schon, aber es war jetzt nicht so zuverlässig, dass man sagen könnte, okay, das war jetzt geplant in die Mitte geschossen. Es macht natürlich vieles einfacher, wenn das Umfeld auch stimmt, so wie hier mit dem See. Ist immer eine gute Abwechslung, dass man nach dem harten Training sich nochmal abkühlen kann, ein bisschen abschalten kann. Das ist etwas sehr Besonderes. Der See ist sehr schön, das Wasser hat 28 Grad, das Wasser ist sehr klar. Sind viele Urlauber, die alle super Laune haben und das Wetter ist super. Und ja, dann geht es dann immer zum Training rüber an den Stausee und das ist so ein bisschen zwei Welten. Und dadurch geht das Training hier eigentlich relativ leicht von der Hand, dadurch, dass man immer wieder die Abwechslung hat und immer wieder runterkommen kann.